Seit mehr als 25 Jahren setzt Beckhoff Automation Microsoft-Betriebssysteme als Basis für die PC-basierte Steuerungstechnik ein. In Kombination mit FinCat kann Windows so sehr flexibel eingesetzt werden und es spielt keine Rolle, ob Sie die Steuerung in einer voll vernetzten Produktionsumgebung einsetzen oder als autarke Steuerung direkt an der Maschine. Um zukunftssicher zu bleiben, setzen wir natürlich immer auf die neuesten Windows 10 Versionen. Ja, mit Windows 10 bietet Beckhoff ein modernes Betriebssystem an, das in seiner Long-Term Servicing Channel, kurz LTSC-Version, ja perfekt geeignet ist für den Einsatz auf Industrie-PCs. Beckhoff bietet daher nur Versionen aus diesem LTSC-Kanal an. Hier im oberen Bereich sieht man jetzt mal die SAC-Version, die sich etwas unterscheiden. SAC steht für Semi-Annual Channel und ist eher bekannt aus dem Consumer-Bereich. Die Versionen haben einen relativ kurzen Release-Zyklus und mit jedem Release werden auch Änderungen, Feature-Upgrades und Ähnliches eingespielt. Ja, die Änderungen, die sind in den LTSC-Versionen nicht immer gegeben. Alle 2 bis 3 Jahre veröffentlicht Microsoft eine zugehörige LTSC-Version. Für die Version 16.07 ist das zum Beispiel die Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, für die Version 18.09 die Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC. Vereinfacht gesagt sind diese LTSC-Versionen quasi ein eingefrorener Stand der aktuellen SAC-Version. Beide Betriebssysteme werden auch vom Beckhoff angeboten. Und wichtig ist, dass diese beiden Betriebssysteme alleinstehend sind, also jede Version für sich. Windows 10 2016 LTSB kann nicht automatisch ein Upgrade aus dem Betriebssystem selbst erfahren, um zu Windows 10 2019 LTSC zu werden. Es sind Eigenlizenzen, eigene Lizenzsticker und für ein Upgrade müsste man auch eine neue Lizenz kaufen und ein neues Image installieren. Ja, welche Vorteile haben wir jetzt durch diese LTSC-Version? Wir haben, wie gesagt, keine Feature-Upgrades, bedeutet, wir haben ein sehr stabiles Betriebssystem. Und wir haben Langzeitverfügbarkeit. Das bedeutet mindestens 10 Jahre Sicherheitsupdates, 10 Jahre Verfügbarkeit. Wichtig ist aber, anders als im SAC-Kanal, diese Sicherheitsupdates müssen nicht eingespielt werden. Also wir haben keine Update-Pflicht. Wir können das System aber sicherer machen, aber müssen es nicht modifizieren. Das heißt, wir nehmen ein langzeitverfügbares, feature-konstantes Windows 10, installieren es auf unsere IPCs und machen ein Backup Windows 10 daraus. Wir installieren also wirklich intensiv getestete Treiber, die wirklich ausfallsicher sind. Wir konfigurieren Einstellungen in diesem System, um einen 24/7-Betrieb zu gewährleisten. Und um die Sicherheit zu garantieren, installieren wir natürlich die neuesten Windows-Patches, die auf Kompatibilität mit unserer Automatisierungssoftware FinCat getestet sind. Dazu bietet Windows 10 auch eine Handvoll Features, um das Betriebssystem individuell zu härten. Diese Features, zum Beispiel der Schreibschutzfilter, sind unter Umständen nicht immer ganz einfach zu bedienen. Deswegen hat Beckhoff benutzerfreundliche Bedieneroberflächen für diese Features implementiert. Außerdem haben wir eine Diagnoseschnittstelle in jedem PC installiert. Diese Diagnoseschnittstelle kann über den Webbrowser lokal auf dem PC geöffnet werden. Und so können CPU-Temperatur, Lüfterdrehzahl und so weiter gemonitort werden. Aber auch Einstellungen wie zum Beispiel Konfiguration der Netzwerkschnittstelle sind mit dieser lokalen Diagnosesoftware ohne Probleme möglich. Wenn man jetzt nicht unbedingt lokal an der Steuerung sitzt, sondern vielleicht remote auf die Steuerung zugreifen kann, ist es überhaupt kein Problem und Sie können über Ihren Notebook zum Beispiel auch auf diese Diagnosesoftware zugreifen. Durch die Eigenschaften der LTSC-Version, die Windows 10 Standard-Features, die sowieso schon inbegriffen sind, die zusätzlichen Backoff-Software-Komponenten, die wir integrieren und unsere intensiven Tests von Treibern und Einstellungen, sind die Backoff-Images also die perfekte Ergänzung für die Backoff-Hardware und die Backoff-Systeme insgesamt. Während Sie Ihre Windows-Betriebssystem-Umgebung wie gewohnt nutzen können, haben Sie gleichzeitig eine solide Basis für Ihre Anwendungen, insbesondere auch für Ihre Echtzeitanwendungen mit TwinCat.